herzlich willkommen. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich einen Mann, der sich in diesen Tagen und Wochen sehr kritisch mit der AfD befasst. Gerhard Baum, seit fast 70 Jahren in der FDP, ehemaliger Bundesinnenminister. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind, Herr Baum. Danke für den Besuch bei uns. Frau Lippold-Eggen, als Sie im August ausgetreten sind aus der AfD, haben Sie so sinngemäß gesagt über die Strategie der Partei, das funktioniert wie 1933 in der NSDAP. Genauso wurden die damals auch groß. Was meinen Sie damit, wenn Sie auf die AfD blicken? Was sind das für Methoden? Also die erste Methode ist ja, dass sich die Rechtsradikalen auch damals eine Partei gesucht haben, wo sie sich dann festhaken konnten. Und ich bin der Meinung, dass das der AfD auch passiert ist, dass am Anfang nicht darüber nachgedacht wurde. Und da hat man die Leute halt reingelassen. Und verstärkt wurde das erst, als die junge Alternative in die Mutterpartei aufgenommen wurde. Ab da hat, nach dem, was man heute weiß, Björn Höcke die Arbeit des Flügels wieder aufgenommen, diesmal halt als junge Alternative genannt, und hat dann seine Netzwerke gegründet, in dem sukzessive in jeden Kreisverband, und das haben wir jetzt ja auch erlebt, zumindest ein oder zwei Rechtsradikale installiert wurden von der jungen Alternative. Der Flügel, sozusagen das Sammelbecken der rechtsextremen Bewegung, den es offiziell so nicht mehr gibt. Aber der Verfassungsschutz schaut eben drauf, weil es diese Netzwerke noch gibt. Und die junge Alternative, jetzt die heimattreue Jugend, ist tatsächlich auch ein Beobachtungsfall beim Verfassungsschutz. Gerhard Baum, man könnte jetzt sagen, diese Austrittsgeschichte, das ist so eine Fußnote aus der bayerischen Kommunalpolitik. Aber auch Sie haben ja gesagt in der Vergangenheit, dass Sie sehr, sehr beunruhigt sind. Und Sie sagen, die alten Nazis seien wieder da. Ja. Nazi-Vergleiche hauen eigentlich nie hin. Warum ist er in diesem Fall berechtigt? Dinge muss man beim Namen nennen. Ein Fehler ist schon das Verharmlosen, nicht? Sie haben jetzt hier auch in den Bildern dagegen gesprochen. Das ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Ich bin ein alter Mann, ich habe das 70 Jahre in der Politik erlebt. Eine solche Herausforderung und Radikalisierung habe ich noch nicht erlebt. Eine Partei, die beständig überall gewählt wird, immer stärker wird, und nicht nur diese Partei. Alle Untersuchungen zeigen ja, dass auch außerhalb der Partei die rechtsextremistische Einstellung wächst. Was ist da los in diesem Lande? Und das ist gut, dass Sie das gesagt haben. Es ist gut, dass Sie das diskutiert haben. Das müssten noch viel mehr tun. Also ich bin zutiefst besorgt. Und man fragt sich ja, was kann man tun? Alles, man muss die Wahrheit sagen. Alles, was da geschieht, ist natürlich ein Angriff auf unsere Demokratie. Als Goebbels in den Reichstag gewählt wurde, hat er gesagt, jetzt sind wir drin, jetzt nutzen wir die Instrumente, die Möglichkeiten der Demokratie, um sie abzuschaffen. Und was hier geschieht, ist ein Versuch, das, was wir uns nach dem Kriege in einer geglückten Demokratie aufgebaut haben, in Frage zu stellen. Übrigens, das vereinte Europa gleich dazu, das soll auch zerschlagen werden. Das heißt, alles wird in Frage gestellt, es wird protestiert, zum Teil wird protestiert aus Gründen, die mich auch zum Protest veranlassen würden. Aber ich nehme Protest nur ernst, wenn er auch mit Lösungen verbunden ist. Diese Partei hat überhaupt keine Lösungen. Sie macht den Leuten etwas vor, das ist alles ganz schwierig heute in der Politik, auch die Migrationsfrage. Und ich ärgere mich, dass die Politiker, auch der Bundeskanzler, sagt, das ist eine schlechte Laune unserer Leute. Das darf nicht unterschätzt werden. Jede Stimme ist eine Stimme gegen die Demokratie. Wir müssen jetzt die Demokratie verteidigen. Die jungen Leute müssen das tun. Wir können gleich darüber reden, wie wir reagieren sollten als Gesellschaft und was sie erwarten. Ich möchte gerne noch einmal reden über diesen Extremismusverdacht, diese Unterstellung, weil natürlich viele, die in der AfD aktiv sind, sagen, da fühlen wir uns falsch wahrgenommen, in die falsche Ecke gestellt. Jetzt achten wir Journalisten oft auf Sprache und ihre Verwendung. Bei Ihnen in Bayern im Wahlkampf in Passau hatte der AfD-Kandidat Johann Mayer den Slogan AfD, alles für Deutschland plakatiert. Das ist eine in Deutschland verbotene Parole der SA, der Sturmabwehr der NSDAP. Wie empfinden Sie sowas? Zufall, Absicht, Strategie? Das ist Absicht und Strategie, um die Leute mitzunehmen, die jetzt total unzufrieden sind. Die denken, übermorgen bricht alles über sie zusammen. Und das ist natürlich auch ein bisschen geklaut von dem damaligen Slogan von Trump, Germany first. Nur das wird hier völlig, meiner Meinung nach, völlig missbräuchlich verwendet. Es wird ja auch gleichzeitig zum Beispiel von unserem Stimmkreiskandidaten für den Landtag gesagt, was ist denn daran schlimm, die erste Strophe des Deutschlandliedes zu singen? Das ist doch nicht schlimm. Ja, also in diesem Fall ist das
strafrechtlich bewährt. Das ist in Deutschland untersagt, diesen Slogan zu verwenden. Björn Höcke, von dem wir schon sprachen, der thüringische Landesvorsitzende, ist aktuell angeklagt wegen Volksverhetzung, wegen der Verwendung dieser Parole. Alles für Deutschland in einer Rede. Ein Mann, dem Sie nahestanden. Sie haben sich noch vor 2 Jahren in einem Interview als Team Höcke bezeichnet. Das macht Ihre AfD-Kritik jetzt nicht gerade glaubwürdiger, muss ich ehrlicherweise sagen. Also nahestehen würde ich erst mal weit weg von mir wesen. Ich stand neben ihm, ganz einfach. Und Sie haben mal gesagt, ich bin Team Höcke. So. Ja, das, der Team Höcke-Spruch, der kam bei der Bundestagswahl innerhalb eines Interviews mit unserer Lokalzeitung zustande. Mhm. Und da wurde ich einfach gefragt, zu welchem Team zählen Sie sich zurzeit dazu? Und da habe ich Team Höcke geantwortet, weil der Herr Meuthen damals in diesen Finanzierungsskandal verwickelt war. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, verdammt noch mal, könnt ihr nicht irgendwann mal Politik machen, ohne gleich immer in irgendwelche Finanzen und Skandale verwickelt zu sein. Ich hätte auch sagen können, eigentlich zu keinem Team, weil ich bin mein eigenes Team. Ich mache das, was ich will letzten Endes. Die Partei hat nicht immer recht. Ja. Aber gut, es war jetzt vielleicht nicht ganz so günstig, aber ich hatte halt die Wahl zwischen zwei. Also eines gehört zur Wahrheit, dieses aktuelle Verfahren hat dazu geführt, dass bereits das 7. oder 8. Mal die parlamentarische Immunität von Björn Höcke aufgehoben wurde, wegen dieser und ähnlicher Äußerungen, Herr Baum. Man darf ihn Neonazi nennen, nicht? Man darf ihn Faschist nennen, das ist gerichtlich so festgelegt. Ich meine, das Schlimmste ist ja, dass die deutsche Vergangenheit, also dieses Menschheitsverbrechen, das wir aufgearbeitet haben in einer Demokratie und eine Erinnerungskultur entwickelt haben, dass das jetzt wieder in Frage gestellt wird. Das Völkische, das Rassistische. Übrigens, das wäre ein Argument für das Verfassungsgericht. Im NPD-Urteil steht das drin. Also wer also eine ganze Bevölkerungsgruppen, also die Einwanderer ausschließt vom deutschen Volk, nicht wahr, der verletzt deren Menschenwürde, sagt das Gericht. Und verstößt damit gegen das Grundgesetz. Und das macht die AfD. Und außerdem greift sie Europa an. In unserer Verfassung steht in der Präambel, dass wir beseelt sind von dem Wunsch, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Wir sind Europäer, nicht mehr. Wir sind keine Leute, die zurück wollen an Stammesfeuer irgendeiner falsch verstandenen Heimat. Aber dann lassen Sie uns mal konkret. Alles Angriffe auf feste Fundamente, die bisher doch nicht in Frage gestellt worden sind. Und ich meine, wir müssten alle, die ganze Gesellschaft müsste jetzt aufwachen und kämpfen. Aber reicht aufwachen und kämpfen oder führt das, was Sie sagen, nicht konkret zur Frage, es läuft aktuell eine Petition, die Überprüfung eines AfD-Verbots fordert, muss in Ihren Augen diese Partei, der Sie vor 7 Wochen noch angehörten, muss die verboten werden? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass sie verboten werden muss, weil wie der Herr Baum gerade gesagt hat, wir haben uns die Demokratie ganz schwer erarbeitet und Demokratie muss jeden Tag schwer erarbeitet werden. Das ist keine Selbstverständlichkeit, Nein, absolut nicht, wie viele wahrscheinlich denken, weil sie gar nichts anders kennen. Und also ich weiß nicht, ob ein Verbot, das ja sehr schwierig und langwierig ist, nützt. Ich war immer der Meinung, man müsste jetzt politisch damit fertig werden, mit dem Phänomen. Man muss den Menschen sagen, auch wenn ihr unzufrieden seid, zum Teil berechtigterweise unzufrieden seid, mit der Ampel und was auch immer, dann ist keine Lösung, Neonazis zu wählen. Dann müsst ihr darauf Sorge tragen, dass die Politik sich ändert, die wirkliche Politik. Und die Politik muss also näher an den Menschen ran. Es müssen Vertrauensverhältnisse aufgebaut werden. Die Politik muss ehrlicher werden. Die muss uns sagen, wohin die Reise geht. Also manchmal ist man einfach überwältigt von Unübersichtlichkeiten, von Ängsten, von Befürchtungen, von Verlustängsten. Die Menschen haben es schwer, mit der Gegenwart umzugehen. Darauf müssen Politiker eingehen. Sie müssen Vertrauen bilden, sie müssen auch Wärme zeigen. Sie müssen zeigen, dass sie die Menschen verstehen in ihren Sorgen und nicht den Rattenfängern überlassen. Ich ahne, was jetzt, vielen Dank, Herr Baum, ich ahne, was jetzt parallel schon wieder im Netz los sein wird. Wie viele AfD-Anhänger sich jetzt in diesen Minuten schon wieder in der Ecke gestellt sehen. Dabei zeigen, glaube ich, ihre Erlebnisse. In die Ecke stellt sich die AfD schon ganz alleine. Und es hat ja jeder die freie Wahl, ob er sich dazu stellt. Aber es ist gut, dass sie geredet hat und redet.
Absolut. Und wir sind froh, dass wir frei reden können. Vor 4 Jahren haben wir das übrigens auch schon an dieser Stelle getan. Da hatten wir Jörg Meuthen als damaligen Parteichef zu Gast und ihn mit den rechtsextremen Tendenzen in der AfD konfrontiert. Das Studiogespräch von damals können Sie jetzt wieder sehen auf unserem YouTube-Kanal und bei SternTV auf Facebook. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Besuch und die offenen Worte, Frau Lippold-Eggen. Und ganz, ganz herzlichen Dank fürs Hiersein, Gerhard Baum. Große Ehre. Vielen Dank.